Willkommen zurück zu Kirby und das magische Land. Es geht heute so richtig los, wo wir an das erste wirklich neue Level zocken, weil, ja, wie ihr wisst, haben wir ja schon in der Demo den ersten Level gezockt, aber kennen den zweiten Level noch nicht. Ich weiß nicht, ob das der mit dem, ja, guck mal, das ist der mit dem Bumerang da drüben. Hier waren wir auch schon. Oh, Kirby hat Auto-Aim. Das ist ganz geil. Oh, das ist cool. Okay, nice. Ich habe das vorher gar nicht so wirklich. Bringe 5 Tulpen zum Blühen. Oh, nice. Es gibt ja auch so Challenges. Okay. okay, eins nach dem anderen. Ich habe das gar nicht so wirklich bemerkt mit dem Auto-Aim vorher. Aber jetzt merkt man es tatsächlich. Und jetzt haben wir auch mal hier den Bumerang, der uns anscheinend unter anderem Münzen holen kann. Und echt ein starkes Tool ist, um vor allem fliegende Gegner wegzumachen, beziehungsweise auf sichere Distanz zu arbeiten. Was ist hier los? Das hier sieht wie eine Falle aus irgendwie. Aha, okay. Willen die Weißen auch? Nein. Die Weißen sind wahrscheinlich irgendwie Lilien oder so. Und wir müssen die roten Münzen einsammeln. Also die roten Tulpen zum Aufblühen bringen. Okay, nice. So. Okay, geil. Auf A springen, Dosenschuss. Boah, Alter. Das ist krass. Ach so, wir haben aber auch nur eine begrenzte Anzahl an Dosen. Okay. Oh, und manchmal droppen sogar Dosen, die man aufnehmen kann für Leben. Nice. Okay, das ist cool. Und hier musste man sich jetzt einfach zurückhalten? Ist das Bonus? Das ist tatsächlich nur Bonus, okay. Das sollten wir uns auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Weil ich denke, es wird noch einige solche Passagen geben, wo man dann irgendwas braucht, irgendeine Verwandlung braucht, die man nicht komplett aufbrauchen darf. Damit man irgendwo reinkommt. Und was war das, was wir da gerade aufgesammelt haben? Das war irgendeine komische Kapsel. Und was ich mich gerade auch frage, gibt es noch die, diese Sterne, die man einsaugen kann? Also falls ein Gegner irgendwie auf den Boden stampft oder so, gab es in 2D-Kirbys immer so Sterne, die dann aufgeploppt sind, die man dann einsaugen konnte. Einfach aus dem Grund, damit man eine Möglichkeit hat, die Gegner zu besiegen. Aber es kann auch sein, dass es nur bei Bossgegnern war. Aber ich dachte gerade, das wäre zumindest ein Mini-Boss. Aber gut, anscheinend war es einfach nur ein etwas größerer Gegner. Und ich bin auch schon die ganze Zeit am Schauen, wo die nächsten Tulpen waren, ne? Wo die nächsten Tulpen sind. Aber sehe keinen. Okay, da können wir nicht runter. Ich würde hier gern ein bisschen mehr... Ach, das können wir nicht aufsaugen? Doch, hä? Okay, ja gut, dann habe ich gerade einfach nicht vernünftig gezielt. Nun gut. Ich finde es cool, hier so ein bisschen abseits des Kurses noch gehen zu können. Aber das Spiel lässt uns nicht. Gut, ist vielleicht auch besser so. Es ist schon irgendwie eine coole Mechanik, dass es halt hier einfach so als Deko ist quasi. Als Details und dass man da dann nicht wirklich hin kann. Oder dass man da gar nicht hin kann, besser gesagt. Aber es wäre irgendwie auch cool, so ein bisschen das ebenenmäßiger zu machen, den Level. Dass man auch mal runter kann, dass man mal hoch kann und so weiter. Vollstopfen. Wie viele Sachen gibt es denn hier?
Aber das ist gut. Das ist gut. Das ist ja auch... Okay, nice. Das ist ja auch das, das Hauptfeature des Spiels. Also wäre es etwas schade, wenn es nicht so viele Verwandlungen geben würde. Ah, cool. Man kann sich also auch direkt so flippen. Nice. Man braucht dafür nicht springen. Hier können wir rein. Ja, okay. Ein paar Münzen. Bisschen Heilung. Ah, hier sind aber mehr Münzen drin. Nice. Und zwar jetzt auch nicht so krass, aber man kann die Verwandlung ja auch nicht wirklich übersehen. Also ist das schon okay, wenn das mit ein paar Münzen belohnt wird. Okay, wir brauchen nur noch 2 Tulpen. Ich weiß nicht, ob wir alles schaffen. Also ob wir alle sammeln können. Oder ob ich schon eine übersehen habe. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir mit bisher alle gefunden haben. Gelange über das heraussprudelnde Wasser auf dem Balkon. Okay. Das ist jetzt... Wofür? Nein! Nein, ich hoffe, die despawnt nicht die Kapsel. Okay. Okay, die Kapsel nicht, aber die Münzen. Gut, die Münzen sind scheißegal. Ich will natürlich die Kapseln sammeln. Auch wenn ich noch nicht weiß, wofür die sind. Aber die werden safe noch wichtig werden. Okay. Und da ist der erste Waddle Dee, den wir befreien können. Und wir nehmen den Boomerang. Komm. Hallo? Achso. Oh. Können wir uns noch umentscheiden? Oder? Nein. Es wird uns verwehrt, zurückzugehen. Ja, aber nice. Der Boomerang ist sick. Ein Schwertprobian, der erste Boss. Oh, okay. Wir haben ihn anscheinend doch Damage gemacht. Und es gibt noch die Sterne. Das ist nice. Okay, cool. Wir machen ihm echt gut Damage. Was? Und wir können den Boomerang endlos lang halten. Und nice. Wir können ihn richtig gut benutzen. Um ihn von hinten eins drüber zu geben. Okay, wir saugen ihn natürlich ein. Und kriegen das Schwert. Okay. Ich dachte jetzt, wir bekommen irgendwie eine neue Fähigkeit. Irgendwie Schild oder so. Aber ich meine, ja, er hieß auch Schwertgrobian. Aber habt nicht wirklich das Schwert gesehen. Habt ihr das Schwert gesehen? Rette die versteckten Waddle Dees. Ach, das war's noch nicht mit dem Level. Okay. Ja, okay. Okay. Macht Sinn. Ich hatte schon die Befürchtung, dass wir nicht alle Tulpen gefunden haben und der Level etwas kurz ist. Aber, aua. Aber nein, alles gut. Hau ab. Nice, okay. Also diesen Dash sollte man auf jeden Fall ausweichen. Und ich weiß gar nicht, woher ich zuerst gehen soll. Ich denke mal hierher. Ah ja, okay. Hier können wir uns healen, sind aber schon längst wieder voll. Oh, sieht aus, als könntest du dieses große Objekt einsaugen, ohne deine aktuelle Spezialpower ablegen zu müssen. Was? Versuch's ruhig mal. Nähere dich dem Objekt und drücke B. Das geht auch. Ah, okay. Okay, weil es keine wirkliche Fähigkeit ist. Sondern es ist einfach nur ein Gegenstand, mit dem man interagieren kann. Okay, macht Sinn. Nice. Was ist das hier?
Was ist das? Ah, okay, man muss... Ich hab mich doch eben draufgestellt. Ich hab mich da doch schon draufgestellt. Aber okay, das können wir uns auf jeden Fall direkt merken. Solche Gegenstände, die glitzern, da muss man sich einfach nur draufstellen. Gut. Was ist das denn? Ja, okay. Ich denke, da sollten wir erstmal wegbleiben. Wenn wir... Ja, okay, komm. Lass einen Boomerang nehmen. Weil wenn wir das Vieh nicht bekämpfen müssen, warum sollten wir? Ist da oben was? Gibt's hier echt nichts? Hä? Brauchen wir da... Ach so! Ich sehe es, ich sehe es. Wusste, es hat einen Sinn, warum das Vieh immer respawnt. Zack. Boah, Alter. Okay, nice. Einfach wie so ein Wump kaputt gestampft. Und da drüben ist die nächste Tulpe. Die vierte von fünf. Ich hoffe, wir haben echt keine übersehen. Weil... Eine war ja etwas besser versteckt und die andere wurde so ein bisschen aus dem Bildschirm rausgedrückt. Habt ihr ja gesehen. Also hoffe ich, dass es keine gab, die wirklich richtig asozial versteckt war. Sonst müsste ich halt den Level nochmal zocken. Und das nachholen, das Ganze. Oh nein. Da reingemusst. Aber ich hätte ihn dagegen spucken müssen. Ah, okay, hier unten kommt man nicht lang. Sehr gut. Na, komm, Kirby, geh hoch. Nice. Ich hoffe, da musste man nicht rein. Ah, ich hoffe, da musste man nicht rein. Oh. Alles klar. Und da ist die letzte Tulpe. Nice. Zerstöre den Rollladen des Gebäudes. Das habe ich anscheinend gemacht. Hab's aber nicht wirklich mitbekommen, wann wir es abgeschlossen haben. Aber okay. Wir haben alles. Und dann bin ich mal gespannt, was das Ganze bringt. Hallo? Ja. Hier halt. Wie macht man das? Okay. Da kann man einfach ganz chillig langlaufen. Na, geh runter, Kirby. Okay. Ja, nice. Na gut, hier kann man sich healen. Brauchen wir jetzt nicht. Jetzt brauchen wir es doch mal. Aber eigentlich... Hätten wir es nicht gebraucht. So. Ach, und man kann sogar auf den Wasserfontänen springen. Okay, wir haben drei Kapseln. Das ist sehr gut. Ich denke, es wird auch in jedem Level nur drei geben. Und da ist auch schon der letzte Käfig, in dem sich drei Waddledees befinden. Haben wir jetzt auch sechs gesammelt? Also sechs Waddledees. Und wir kriegen nochmal Bonus, oder was? Kriegen wir insgesamt neun Waddledees dann in unser... In die Waddledee-Stadt? Oder war es einfach nur so ein Bonus, den wir jetzt kriegen? Serie Nummer 1. Kirby. Kirby wurde in einem rätselhaften Wirbel gesaugt, der über Planet Pop auftauchte. Als er wieder zu sich kam, befand er sich in einer neuen Welt. Die Reise durch den Wirbel bescherte ihm auch eine neue, seltsame Kraft. Mal sehen, was er damit so alles anstellen kann. Auf ins Abenteuer. Hä? Eine neue Kraft? Die größeren Gegenstände einzusaugen? Oder ist damit nochmal was anderes gemeint? Ich hoffe, damit ist nochmal was anderes gemeint. Das wäre cool.
Oh nee, Moment mal. Ich hoffe, das sind immer andere Sachen. Weil da stand auch gerade X1 da. Und da steht auch Neubein. Nein. Nicht schon wieder sowas wie bei Tropical Freeze, Alter. Ja, das war cool, aber fürs Let's Play ist das halt Kacke. Ich weiß noch nicht, ob wir das machen werden. Aber wenn, dann auf jeden Fall offcam. Also ich werd wahrscheinlich am Ende dann die Kollektion zeigen. Die komplette, fertiggestellte Kollektion der Figuren zeigen. Aber ich denke, ich werde die Offcam sammeln. Also klar, wir nehmen natürlich im Let's Play so viele mit, wie es geht. Aber falls uns noch welche fehlen, meine ich. So, Rabüffel. Achtung, Rabüffel im Anmarsch. Stürmt er auf dich zu, siehst du mit schwachem Angriff alt gegen ihn aus. Nur gut, dass er das Bremsen nicht so drauf hat. Mit etwas Geschick kannst du ihn ja vielleicht in die Nähe einer Klippe locken. Keine Sorge, so ein Sturz übersteht ein zäher Brocken wie er bestimmt. Also, juckt mich eigentlich nicht. Oh, cool. Waddledee-Käfig. Dazu kommt nix? Ah doch. Gefangener Waddledee. Ein Waddledee, der vom Bestienrudel gefangen gehalten wird. Und er ist nicht der Einzige, der auf Rettung wartet. Man kann die anderen Waddledees beinahe rufen hören. Wah, 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 wah. Lass mich raus, lass mich raus. Warte mal, hast du das auch? Da muss wohl wirklich einer in der Nähe sein. Alles klar. Und tatsächlich 9 Waddledees bekommen wir in die Stadt geliefert. Heißt der Stern, dass wir es komplett abgeschlossen haben? Du hast nun Zugriff auf deine Figurensammlung. Sieh dir dort bereits gesammelte Figuren an und versuche deine Sammlung zu vervollständigen. Okay. Dann gehen wir mal in die Waddledee-Stadt und schauen, was es hier so Neues gibt. Ich glaube, Waddledee ist sogar das, somit das einzige, was ich als Kiddy schon richtig ausgesprochen habe. Ich glaube, ich habe noch nie irgendwie Waddle-Dee oder sowas gesagt. Die Waddledees bauen ihre Stadt wieder auf. Rette so viele du kannst, um neue Gebäude und nützliche Ressourcen freizuschalten. Okay. Nice. Also, hier sieht schon echt ganz geil aus. Da kann man bestimmt die Credits schauen. Das Waddledee-Kino wurde eröffnet. Sieh dir dort noch einmal die schönsten Szenen aus dem Spiel auf der großen Leinwand an. Oh, das ist cool. Kann man da auch irgendwie Filter dann drüber legen oder so? Ist auch ganz geil. Und hier kommen wir jetzt sogar richtig weit zurück. Ort der Ankunft. Oder können wir auch nochmal hinreisen? Einen ersten Level nochmal spielen. Oh, das ist geil. Das ist cool. Das finde ich gut, dass sie das eingebaut haben. Ich hatte nämlich schon die Befürchtung, dass man da gar nicht mehr hinkommt. Und es. Das wäre irgendwie kacke gewesen. Hätte ich nicht so geil gefunden. Ich frage mich, was die Waddledees wohl als nächstes wieder aufbauen werden. Hierfür braucht man auf jeden Fall 60 Stück. Was zum Teufel? Okay. Und auch mit den Reden? Nee, ne? Ja, auch komisch. Das hätte nicht zum Stil gepasst. Das finde ich schon gut, dass man nicht mit denen reden kann. Da hoch können wir nicht. Obwohl es so aussieht, als könnte man da zumindest irgendwann hoch. Achso, Moment. Hier drüben. Dafür brauchen wir 50. Ja, okay, das wird noch ein bisschen dauern, ne? Hier brauchen wir auch 50. Jo. Keine Ahnung, also vielleicht gibt es nur die drei Sachen bisher, die wir aufbauen können. Und ich will auch mal schauen, ob das respawnt. Ich hoffe, dass man das nicht braucht für irgendwas. Keine Ahnung. Aber ich wollte einfach mal schauen, ob das im nächsten Part dann respawned ist. Und,
Ja, mal schauen. Vielleicht kommen ja noch andere Projekte dazu. Oh, cool. Und hier sind wir direkt in der Figurensammlung, wenn wir Minus drücken. Okay, schön. Die schauen wir uns aber irgendwann nochmal später an. Wie gesagt, weil... Wir haben bei weitem noch nicht alle. Da jetzt andauernd durchzuschauen, wäre Quatsch. Gut, dann bin ich mal gespannt, wie lange wir für die 50 hier brauchen werden, beziehungsweise die da drüben. Ich denke, das werden dann halt so, ja, 9 Waddle Dees pro Level sein. Also gehe ich mal von... Dann 27, 36, 45... Ja, 5 Parts. Ich denke, wir werden 5 Parts noch dafür brauchen. Alles klar. Ja, es war interessant. Und hast du irgendwas Neues? Dieser komische Wirbel hat mich schwuppdiwupp in den Himmel gesaugt. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Bin immer noch ganz durch den Wind. Wenigstens habe ich die anderen Waddle-Dees gefunden. Wie es aussieht, sind die kurz vor mir in dieser neuen Welt angekommen. Ich hatte schon überall nach ihnen gesucht, bis an mir so ein seltsames, rosafarbenes Auto vorbeigezischt ist. Das warst wohl du, Kirby, hm? Ja. Na, da hast du den Mund diesmal aber ganz schön vollgenommen. Alles in Ordnung da drin? Pass nur auf, dass du keinen Bauchschmerzen bekommst. Ja gut, alles klar. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Im nächsten Part geht's dann beim dritten Level weiter. Und ich bin gespannt... Okay, hier gibt's nichts. Bin gespannt, was uns da erwarten wird. So wie es aussieht, ein Höhlenlevel. Okay. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zusehen, wie gesagt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis demnächst und ciao.